Was gestern ein anstrengender Tag. Obwohl ich gar nicht so viel gemacht habe. Der Herr Glade und Martin haben die Fahrzeuge gebracht und haben mir die so ein bisschen erklärt. Aber trotzdem bin ich ganz schön kaputt. Aber die Freude ist auch riesig. Hier endlich die eigenen Maschinen und Trecker auf dem Hof. Ah, und immer noch die Ballen von Yannick. Oh. Soll ich dem einfach eine WhatsApp schreiben oder rufe ich den an? Ich glaube, anrufen ist höflicher, oder? Ach, ich rufe ihn mal an. So, wo habe ich denn die Nummer? Ach, da. Okay, mal gucken. Hoffentlich geht er ran. Vielleicht schläft er noch. Milchviehbetrieb Meier, hallo. Ja, Dennis hier. Moin, Yannick. Grüß dich. Guten Morgen. Yannick, ich habe hier ein paar Ballen von dir stehen bei mir in der Halle. Echt? Okay. Ja, so ein paar, weiß gar nicht, ich glaube Heu und Stroh und diese folierten Silage oder wie heißt das noch? Ja, Silage. Ja, das wäre eigentlich ganz, ganz schön, wenn du die abholen würdest. Ja klar, danke fürs Bescheid sagen. Ich komme gleich vorbei. Ja, also für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, kommt das jetzt nicht auf einen Tag an, aber dass du es zumindest auf dem Zettel hast. Ja, danke dir. Schon Okay. eingelebt. Ja, gerade gestern erst die Maschinen bekommen, also ich bin auch noch nicht so lange hier vor Ort. Es ist schon was anderes, wenn man hier aufwacht oder in der Stadt. Ja, klar, das ist viel ruhiger. Auf jeden Fall. Was ist sonst so? Der Hof gefällt dir? Ja, ist ja ein schöner Hof. Hatten wir ja damals schon festgestellt, als ich mit meinem Auto hier gewesen bin. Ja. Schön ist er, braucht man gar nicht drüber diskutieren, das ist tatsächlich so. Ja, ich will dich nicht länger von der Arbeit abhalten. Ja, ich dich auch nicht, ne? Ich wollte nur ihm Bescheid sagen und dann kannst du sie rausholen, wenn es bei dir passt. Ja, alles klar. Alles klar, Gut. tschüss. Ciao. Ja, man kann sich ja doch noch ganz freundlich unterhalten, aber gut. Dann würde ich sagen, ich gucke mir jetzt erstmal die Felder an, was ich da denn als nächstes so machen muss. Das eine ist ja direkt hier vorne. So, hier ist auch gar nichts los. Oh, schön. Genau, da hatte Martin aber schon gesagt, das muss ich ansehen. Und das hier auf der anderen Straßenseite muss ich auch ansehen. Und das andere hinterm Haus, das muss ich erstmal pflügen, bevor ich was ansehen kann. Er hat auch gesagt, warum, aber das habe ich jetzt natürlich vergessen. Und diese Wiese hier, die kann ich mähen. Sofern ich das Gras brauche. Aber eigentlich brauche ich das ja nicht. Ich weiß nicht, ob man das verkaufen kann dann. Da muss ich mich echt noch schlau machen, aber zum Ansehen, da brauche ich ja natürlich Saatgut. Da müsste ich eigentlich mal den Herrn Glade anrufen. Weil das habe ich natürlich jetzt nicht mitgekauft. Und in der Sämaschine wird wahrscheinlich auch nichts drin sein. Gehe ich mal gerade gucken. Ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt einfach so hinfahren kann oder muss ich den dann auch noch anrufen. So, aber hier. Nee. Die ist leer. Ja, dann. Ich versuche ihn mal zu erreichen. Glade, Glade, Glade. Wo habe ich den eingespeichert? Unter G oder unter Maschinenhändler? Ah, unter Maschinenhändler. Okay. Na, geh schon ran. Es wäre ja natürlich jetzt richtig doof, wenn der nicht rangeht. Also sonst würde ich, dann würde ich die Wiese mähen, aber was mache ich dann mit dem Gras? Ja, der scheint nicht ranzugehen. Brauche ich das? Eigentlich brauche ich es ja nicht. Und ob das Sinn macht, das zu verkaufen, weiß ich jetzt auch ehrlich gesagt. Soll ich jetzt nochmal Yannick anrufen deswegen? Ach nee, das will ich ja eigentlich gar nicht. Aber der wüsste zumindest, was ich damit machen könnte dann. Oder ob ich woanders noch Saatgut herbekomme. Ach, ich rufe den. Ich weiß ja jetzt nicht, wann der kommt. Ich rufe ihn einfach nochmal an. Hier.
Ah ja. Ja, Dennis hier nochmal. Hallo, Yannick. Hey. Yannick, ganz kurze Frage nochmal. Tut mir leid, dass ich da stören muss. Ja. Also zwei Sachen eigentlich. Saatgut bekomme ich nur bei dem Maschinenhändler Herr Glade. Ist das richtig? Aktuell ja. Okay. Na, nicht da. Also ich habe ihn nicht erreicht. Es ist keiner rangegangen. Ohne Ich glaube, Saatgut. der ist. Ich glaube, der ist auf einer Fortbildung heute. Ach so. Das ist natürlich blöd. Okay, die Alternative, was ich machen würde, wäre die Wiese abmähen. Aber so im ersten Moment wüsste ich gar nicht, an wen ich das Gras dann veräußern könnte, weil ich selber brauche es ja gar nicht. Ich hätte es jetzt einfach weiter wachsen lassen. Aber wenn ich nicht ansehen kann, dann könnte ich ja was anderes machen. Hast du da trotz unserer Differenzen irgendwie einen Tipp parat? Ich überlege mir was. Ich bin gleich sowieso bei dir wegen den Ballen und dann, ja, bis dahin werde ich mir irgendwas überlegt haben. Okay, dann mache ich schon mal meine Maschine fertig und. Ja, alles klar. Okay, danke, bis gleich. Ja, ciao. Ciao. Okay. Ist ja nett. Mal gucken, was er sich überlegt. Ich warte mal noch mit dem Nett. Wenn er mir jetzt erzählen will, dass ich ihm das schenken kann, dann ist natürlich auch nicht richtig. Gut, dann mache ich das, glaube ich, mit dem hier. So. Ach, herrlich. Also angekriegt habe ich ihn schon mal. Ich hoffe natürlich, dass ich dann auch gleich das, nee, nicht Schneidwerk, das Mähwerk anbekomme. Nicht, dass er mich auslacht oder so. Aber eigentlich habe ich ja auch ein bisschen geübt in der Zeit, in der ich meine Maschinen, in meine Märkte verkauft habe. So. Wieso steht denn das jetzt so schief da? Ach du heiliges bisschen. Ich das ein bisschen gerade schieben kann einfach. Ich mach's mal. Ist ja mein Hof. So, langsam. Ich will das natürlich nicht gleich beim ersten Mal kaputt machen. So, hier ersetze ich durch eine Flyover, weil ich nicht aus meinem Traktor rauskomme. So, das hat schon mal geklappt. Brauche jetzt noch das andere. Oh. Ich bin nur noch sehr vorsichtig und sehr langsam. Aber das wird sich bestimmt mit der Zeit legen. Man lernt ja dazu. So. Ah, das sieht doch gut aus. Das passt überall. So. Ach. Da ist er ja. Moin, moin. So, hi. Moin, grüß dich. Ach, hi. Ja, es sind ja noch ein paar Ballen. 15 Ballen habe ich gerade gezählt. Ja, die hier rechts, hast du mitgezählt? Ja, da stehen auch noch welche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wahrscheinlich habe ich schon verzählt. Ja, da sind ein paar. Ja. Oh, Aber. Ach, da hinten stehst du. das sind ein paar mehr Ladungen, die ich dann fahren muss. Also ich könnte sonst dir anbieten, dass ich mit einem Hänger auch hinterherfahre. Quatsch, brauchst du keine Umstände machen. Ja, gehe ich schon irgendwie hin. Ja, und du wolltest jetzt Gras mähen. Ja, genau. Jetzt, wenn ich nicht ansehen kann, dann kann ich ja auch erstmal mähen.
Ja, Vielleicht kann ich genau das das. verkaufen und dann ist die halt nur die Frage, an wen. Ich kenne ja noch nicht so viele Leute. Ja, Oder macht es Sinn, wie war das noch mit Gras? Mache ich doch auch Silage in diesem Silo hier hinter uns. Was macht denn ja, mehr was Sinn? denn? Ich glaube, jetzt aktuell erstmal verkaufen. Du hast ja noch kein Vieh oder so. Ja, gut, ich habe aktuell genug Gras. Aber ich könnte theoretisch einen Bekannten im Nachbardorf mal anrufen, der irgendwie noch was bräuchte. Ja, das wäre natürlich super. Dann würde ich das einfach abmähen und aufsammeln und dann gegebenenfalls auch dahin liefern. Also das ist ja kein Thema. Ja, ich gehe mal ganz kurz anrufen. Ja, Ja, alles klar. ich bin gleich wieder da. Jo. Jo. Dann kann ich schon mal das andere Mähwerk anhängen. Aber ich glaube, mit dieser Größe hier, da sollte es ja auch relativ schnell gehen. So groß ist die Wiese ja auch nicht, also da kommt ja auch nicht so viel runter. Also glaube ich zumindest. So. Ja, das sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. So, ein kleines Stück, kleines Stück. Perfekt. Na, da kommt er schon. Ja, na dann, ich sage ihm Bescheid, da wird er sich bestimmt freuen. Ja, Jo, mach's okay. gut, ne? Wir sehen uns. Alles Ciao. klar, ciao. Achso, das war gar nicht für mich, das Schau. Ich habe das Handy nicht gesehen an deinem Ohr. Eieiei. Ja, also ich habe gerade mit ihm telefoniert. Er Ja. meint, er würde 10 Tonnen nehmen. So viel Okay. hätte er noch Platz zum Einlagern. Preis müsstet ihr dann zusammen vereinbaren. Ich kann ihm mal seine Nummer geben. Ja. Aber er wird auf jeden Fall 10 Tonnen nehmen. Ja, okay, das klingt ja ganz gut. Wie viel runterkommt, weiß ich jetzt natürlich nicht. Das werde ich dann sehen und die Nummer kannst du mir dann einfach schicken, den Kontakt Da und dann. schicke ich über. Ja, super. Also. Ja. Okay, und mit den Ballen brauchst du wirklich keine Hilfe. Also, wenn du mir helfen solltest, dann kannst du dir 2 Heuballen und ein Silageballen behalten, falls du in naher Zukunft eventuell mal 4 haben wirst. Ich hätte es auch so gemacht, aber ich nehme das Angebot natürlich auch Ja, an. natürlich. Du kannst ja auch irgendwie eine Belohnung geben, sagen wir so. Ja, dann stelle ich meinen Trecker erstmal wieder ab und nehme den anderen. Da habe ich nämlich die. Ja. Und dann helfe ich dir im Gegenzug nachher auch noch Gras mit. Ich habe eigentlich für heute alles erledigt. Ja, meine Sekretärin, die erledigt sowieso den Buchhaltungskram gleich. Also ich habe heute eigentlich gar nichts mehr vor. Ah ja, praktisch, wenn man eine Sekretärin Ja. hat. Ja, wurde mal langsam Zeit. Also bei so einem großen Betrieb, da wächst dir das einfach über den Kopf. Okay, ja gut, Da sitzt du sonst den ganzen Tag wirklich nur noch da am kann ich, Schreibtisch. ja, da kann ich noch nicht mitreden. Okay, dann mache ich eben den anderen Trecker fertig und den Anhänger und dann lade ich mit auf. So. Gut. Dann lassen wir den erstmal hier stehen. So schnell ändern sich die Pläne. Und dann habe ich ja da hinten noch den anderen Trecker. So. Und einen Anhänger habe ich da hinten auch. So. Okay, Ballen aufladen. Ja, das klingt ja eigentlich erstmal nicht so schwer. Mal gucken. Ach so, nee, warte mal. Den Anhänger wollte ich ja mitnehmen. Irgendwo müssen die Ballen ja auch rauf. Ach, kann das sein, dass er und ich die gleichen Anhänger haben?
Sah auf jeden Fall so aus gerade. So. Können wir den anhängen? Schläuche ran, genau. Und den hier kann ich ja dann eigentlich hier lassen. So, das sieht doch gut aus. Ach so, ich habe ja gar nicht diesen. Ob das auch mit einer Gabel geht? Oh je, da muss ich ihn gleich mal eben fragen. Ich habe ja gar nicht diesen. Wie heißt das, Spieß oder so? Na gut, mal gucken. Sonst muss er es doch alleine machen, kann er zumindest meinen Anhänger verwenden. So. Ich frage ihn mal eben schnell. Ach, guck mal, er hat ja gar keinen Dings vorne dran. Hä? Was mir jetzt gerade aufgefallen ist, ich habe ja nur so eine Gabel. Geht das damit auch? Das ist zu probieren. Also bei den Silageballen auf keinen Fall. Da darf keine Luft drankommen. Okay. Und keine Feuchtigkeit und so. Aber Stroh und Heu sollte kein Problem eigentlich sein. Okay, ich probiere es mal. Ja. Did you ever stop and think why spend too much time just getting ready? Let me be honest. I don't know a single thing that I haven't done to make you notice me. Let me be real here. When I see you, my heart starts racing. But I don't know if I like this chasing and playing and waiting around. It's a shame that my hands start shaking.